Willkommen zurück zu Metal Gear Rising. So, Kettensägenhund ist tot und jetzt kann ich endlich weitermachen. Das ist gut. Der letzte Part hat zwar Überlänge, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich muss mich ja nicht auf eine feste Zeit begrenzen. So, und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Vielleicht finden wir nochmal so einen coolen Boss. Und vielleicht kommen wir dieses Mal auch besser damit parat. Jetzt muss ich gucken, die tragen Schilde. Ja, der erste ist down. Ja, da haben sie mich erwischt. Vielleicht. Ah, oh, das hat den Schild weggefetzt. Nice. Okay, der ist down. Jetzt muss ich den hier noch down hauen. Ah, das war zu früh. Komm, schlag mich. Komm, trau dich. Komm. Mach schon. Ah, auch zu früh. Aber vielleicht kann ich einfach hinter den gehen. Aha, das geht. Nicht. Ah doch, ich habe das Schild zerbrochen. Alles klar, jetzt habe ich ihn. Okay. Ah, was war das denn? Nice. Das hat mich geheilt. Bringt das was? Ah, Raketenwerfer. Wahrscheinlich nur Munition für den ich letzte Folge schon aufgehoben habe. Und hier ist noch eine Granate. Und weiter geht's. Oh je. Okay. Das wird also hier so ein Spießrutenlauf mit Raketen. Nein! Ach, da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Alles klar, noch ein Versuch. Okay, ich muss aufpassen, nicht runterfallen. Sollte jetzt aber nicht so schwer sein. Ich habe lediglich nicht aufgepasst. Zwar genau hier habe ich nicht aufgepasst. Ach, ganz oft muss ich drücken. Alles klar, ich habe es geschafft. Ah, fuck. Ich habe den Ninja-Lau vergessen. Ah, nein. Das war mein Fehler. Ninja-Lau vergessen. Am besten lasse ich die Ninja-Lau-Taste erst gar nicht mehr los. Okay, jetzt aber. Ja. Jetzt kommt dieser etwas größere Sprung. Und jetzt kommt wieder Y-Hämmern. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich abgekackt bin. Alles klar, jetzt schaffe ich es. Ich denke, hier ist auch nicht mehr so weit. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich mit den Helikoptern kloppen, oder? Ich will den Raketenwerfer haben. Wie benutze ich den? Okay, komm. Nein! Warum habe ich geschossen? Habe ich ihn getroffen? Ah ja, er stürzt ab, glaube ich. Ah nein, der ist so irgendwie betäubt. Okay, jetzt werde ich dich fertig machen. Komm, ja. Mist. Und jetzt? Komme ich da hoch? Autsch, das hat gesessen. Okay. Ah, verdammt. Kann ich die zerschneiden vielleicht? Jetzt muss ich es nur noch timen. Ach, ich kann die ablocken. Wo ist der? Da. Ah, verdammt. Das muss ich aufpassen. Ich möchte jetzt... wenn ich es richtig time, kann ich ihn zurück zu ihm feuern. Mann! Mein Timing ist scheiße.
Ma! Yep, mein Timing ist mega scheiße. Hatte ich nicht noch so ein Wiederbelebungsteil? Irgendwie nicht. Was ist das? Ach, Raketenwerfer-Munition. Moment. Bin ich blöd? Wie wechsle ich nochmal Waffen? Ach, genau. Jetzt nehme ich erstmal die hier. Alter. Okay, wenn ich ihn erfasst habe, müsste ich theoretisch direkt auf ihn feuern. Nein, tue ich nicht. Aber ich habe ja irgendwie noch eine hier gefunden. Ah. Okay, das hat ihn getroffen. Jetzt kommt er wieder runter. Mann, der ist echt beschissen positioniert gewesen. Alter. Ach, ich habe gerade noch eine Munition bekommen. Ah gut, da ist auf jeden Fall besser positioniert. Hier müsste ich ihn wesentlich besser treffen können. Ja. Komm schon. Fuck. Dass auch noch zwei kommen, ist auch noch ein Problem. Okay, das klappt irgendwie so gar nicht. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch so ein Raketenwerfer-Ding finde. Okay, die lagen in der Regel hier irgendwo auf der Seite. Eine noch und ich müsste ihn down kriegen. Irgendwie liegt hier keine. Na toll. Ist der Helikopter? Ach, direkt über mir. Ich möchte jetzt auch nicht mehr versuchen zu reflektieren oder so, weil wenn ich den einen blocke bzw. reflektiere, trifft mich sofort der andere. Irgendwie ist das gerade doof. Ich habe hier nichts mehr. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu versuchen, es zu reflektieren. Es geht nicht. Ich habe das eigentlich schon so gut getimt, wie es überhaupt geht. Dann muss ich wohl anders vorgehen. Ach, Mann. War so. Fuck. Was verstand er denn jetzt? Boah, irgendwie habe ich da was falsch gemacht. Egal, jetzt werden aber die Raketenwerfer besser sitzen. Okay, war auf jeden Fall noch irgendwo einer. Es gab insgesamt zwei. Suche ich gerade mal nach dem anderen. Ah ne, ich knall ihn. Was war das? Okay, falscher Knopf. Okay. Genau, der hat gesessen. Direkt der erste schon. Aber auch nur wieder richtig kacke positioniert gewesen. Moment, ich habe aber... Ah, falsche Knöpfe. Den habe ich noch. So, jetzt aber, komm. Mein Gott. Ich und meine scheiß Steuerungsprobleme. Ah. Schon besser. Jetzt muss ich aber da hoch. Ich sollte nur dann auf ihn feuern, wenn der wirklich unten ist. Wenn er nichts unter ihm hat, so meinte ich das. Hier war der andere. Okay, das klappt schon mal nicht. Ah. Ah, jetzt hat er zwar wieder was über sich, aber egal.
Mann! Was ist das? Ach so, noch eine Panzerfaust. So, jetzt perfekt. Ach, das meinen die damit? Ich muss über die... Oh, das war dumm von mir. Also, ich muss über die Raketen? Ah. Okay. Wir wollten erst den Ninja-Lauf machen. Ich hatte die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt beim ersten Versuch. Ah, das hat leider wieder viel zu lang gedauert. Krampfrang C, den habe ich überhaupt nicht verdient. Komme ich hier auch weiter? Ja. Was ist denn das dafür? Okay. Ah, Mann! Jetzt habe ich meinen letzten Schuss versemmelt. Oh, der hat gesessen. Okay. So heile ich mich also. Indem ich dieses Viereck dazu durchschneide. Oh, das war zwar ungewollt, aber naja, um 0,4% geheilt. Ach, das sind Typen mit Flügeln. Also diese, naja, auf jeden Fall nicht sehr fordernd. Oh, ich kann mich echt hier mit allem heilen. Liegt da was? Nein, tut's nicht. Gut, auf jeden Fall komme ich mit den normalen Mobs schon besser klar. Wesentlich besser klar. Okay. So, dann muss ich jetzt die Hand irgendwie holen. Dann mache ich das jetzt auch mal. Oh, ein Auto. Ja, das brauche ich eigentlich nicht jedes Mal zu machen. Das ist irgendwie nur Zeitverschwendung. Sieht zwar mal wieder cool aus, aber ja, bei jedem Mob nervt das irgendwann. Okay, jetzt du, komm. So. Ich zerschneide den einfach und drücke einfach kein B. Dann geht's schneller. Da haben wir schon den nächsten. Ach egal, der ist tot. Ah, toll. Jetzt schneiden sie sich durch die Tür. Ich muss da erstmal eine Hand suchen, um durchzukommen. Keine Ahnung, DNS-Scanner oder so. Und jetzt soll ich mich einfach durch die Tür schneiden. Oh je. Okay. Das wird jetzt alles, oh Gott, alles ein bisschen nervig. Ah, die da oben müssen weg. Ich komme da nicht rein. Der da. Verdammt. Nein. Scheiße. Ach, war mal wieder zu viel los da.
Gut, mehr Konzentration. Einfach direkt zerschneiden hier. Gut, der ist jetzt noch paralysiert, betäubt, was auch immer. Jetzt kann ich den wegfetzen. Gut, das wäre... Ah! Lol, der lebt ja noch. Boah, jetzt stirbt doch einfach. Mist, hat das Viereck nicht getroffen. Alter! Stirb! Endlich! Der war sehr hartnäckig. Gut, im Eifer des Gefechts bin ich nicht sehr gut darin, das Viereck zu treffen. Das muss... Ah, da hat es super geklappt. Der nächste. Boah, ihr blöden Penner da oben, mal wartet. Na, passt schon. Da oben ist keiner mehr, okay. Kampfrang B, das war glaube ich das Beste bis jetzt. Nicht schlecht. Hm. Eine Kiste. Ah gut, jetzt habe ich wieder so ein Heilding, falls ich sterbe. Kann man immer gebrauchen. Noch so eine komische VR-Mission freigeschaltet. So. Okay, hier ist nichts. Dann weiter nach oben. Hm. Da liegt was. Eine Granate. Was? Ich wollte da hoch. Was soll das? Ich glaube, ich muss hier... Ach, wie soll ich jetzt da hochkommen? Ja, einfach springen. Toll, Marcel, toll. So. Was war das jetzt für eine Aktion? Was für eine Aktion? So, das war's dann mit meinem Part für heute. Ich wünsche euch dann wieder mal einen schönen Tag.